Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Gothic 2, die Nacht des Raben, / Warum Spiker Edition. Ja, und die Nacht des Raben, wir sind beim letzten Punkt angekommen, gegen Raven. Also wir können auch erstmal hier die Fackel wegmachen. Wir probieren ihn erstmal im Zweikampf, also, und wenn das nicht klappt, habe ich da vielleicht noch den einen oder anderen Zauber, je nachdem. Ich finde die Fackeln jetzt, ich muss unbedingt mal aufräumen, Leute. Gibt's doch nicht. Wo ist... Ach, da ist die Fackel. Okay. Da könnte man vielleicht mal heiliges Licht machen, dass wir etwas sehen wenigstens. So. Und dann nochmal speichern, damit ich das eben nicht nochmal machen muss. Und dann versuchen wir mal mit Raven zu sprechen. Vielleicht lässt er sich hier auf irgendwas ein. Hey. Seht, wer gekommen ist. Mein Meister hat mich davor gewarnt, dass Enos seine Schergen schicken würde. Aber dass du so früh auftauchst, hätte ich nicht erwartet. Nun, da du so schnell warst, werde ich dir auch einen schnellen Tod schenken. Ja, Raven, du bist es hier. Du hast deine Seele an Belia verkauft. Du hast deine Seele an Belia verkauft. Zu einem guten Preis. Als General werde ich seine Armeen befehligen. Und was ist mit dir? Weißt du, wie viel deine Seele wert ist? Ich mache nur das, was getan werden muss. Hört ihn euch an! Einen bescheidenen Diener schickst du mir, Enos. Bist du sicher, dass ich ein Diener Enos bin? Was? Was redest du da? Hältst du es nicht für möglich, dass ich ein Diener Adanos bin? Unsinn! Vielleicht diene auch ich Belia. Oder nur mir selbst. Nun, in diesem Fall wirst du nicht einmal ein würdiger Gegner für mich sein. Mir reicht's jetzt, lass uns rechnen. Lass uns anfangen. Hast du es so eilig zu sterben? Ganz wie du willst. Tja, das war's mit dir, Raven. Wir haben ihn im Zweikampf besiegt und er hat nicht mal die Hälfte an Schaden abgezogen. Und wir nehmen die stolze Klaue Belias an uns. Und natürlich plündern wir mal Raven. Der hat nämlich die Steintafeln dabei. Ich weiß gar nicht, ob wir die noch brauchen. Oh, guck mal, der hat noch einen Goldbrocken. Wir können noch mal tauschen gehen. Na, das machen wir irgendwann später, falls wir irgendwann noch mal weiterhin Goldbrocken finden. Irgendwann kommen wir hier noch mal sicherlich hin, weil wir ja auch Taschendiebstahl machen müssen. Oh, da geht es jetzt hier hinaus. Und wir haben Raven besiegt, Leute. Das wird auf jeden Fall echt cool werden jetzt in der nächsten Zeit. Denn jetzt speichere ich erstmal und dann gehen wir raus und lassen uns als Held feiern. Aber bevor wir rausgehen, Rüstung umziehen. Ich hab's euch schon mal gesagt. Ich hab das schon so oft mal gemacht aus Versehen. Und hab da nicht mal dran gedacht. Und naja. Das ist doch besser, wenn man sich vorher umzieht. Oh, liegt hier noch was? Nee, okay, dann geht's zurück. Juhu, verpixelt. Torus. Ich habe es geschafft. Raven ist erledigt. Damit hast du Belia einen kräftigen Tritt verpasst. Dann wirst du jetzt weiterziehen? Meine Aufgabe in diesem Tal ist beendet. Ich könnte mich mal ein paar Tage ausruhen. Ja, du bist ständig unterwegs, was? Ich wünsche dir eine gute Reise. Wer weiß,
Vielleicht laufen wir uns nochmal über den Weg. Wer weiß. Es gibt eine Menge Tore und Durchgänge, die du durchqueren wirst. Und an einem solchen wirst du mich finden. Jawohl, Torus. Gut, gucken wir uns mal die Klaue an, wie die aussieht, ey, und was die an Schaden hat. Da. Zweihandwaffe, Chance auf Extraschaden und da steht keine Werte, Wert von 500. Das liegt daran, dass die Waffe noch nicht auf uns geprägt ist. Die Waffe muss erst noch geprägt werden, das bedeutet, dass das noch einige Zeit in Anspruch nehmen kann, bis wir die auch freischalten werden. Und die wird dann nicht als Zweihandwaffe, sondern wahrscheinlich als Einhandwaffe nehmen. Das liegt daran, oder das hat die Auswirkungen, wenn man mehr auf Einhänder geht, wird die Waffe zu einem Einhänder. Wenn man mehr auf Zweihänder geht, wird die Waffe zu einem Zweihänder. Das ist also nicht Zufall, sondern das ist so gewollt. Und es ist besser, die Waffe in einem hohen Levelbereich, also im hohen Stufenbereich freizuschalten, da die Waffe dann mehr Schaden macht, als, sagen wir mal, wenn wir die jetzt freischalten. Die würde ja jetzt auch schon verdammt viel Schaden machen, da wir schon Stufe 28 sind. Aber ich lasse die erstmal noch so. Noch bin ich mit meiner Innoschwert hier zufrieden. Und ich denke mal, spätestens bei den Bossen im Minental werden wir die mal freischalten lassen. Und da sollten wir spätestens auch dann wahrscheinlich Level 30, 35, 40 vielleicht erreicht haben. Und dann wird die ordentlich an Wumme machen. Okay, dann gehen wir erstmal hier zurück zu Satoras. Ne? Und hier können wir auch wieder die Rüstung umziehen. Wir sind soweit im Banditenlager erstmal fertig. Da kommen wir irgendwann später nochmal hin, wenn wir Taschendiebstahl machen möchten. Die Erdbeben haben aufgehört und wie ich sehe, weilst du immer noch unter den Lebenden. Heißt das, dass deine Mission erfolgreich war? Ja, Raven ist tot. Dann ist es also vorbei. Ardanos sei Dank. Das hast du gut gemacht, mein Sohn. Wir stehen tief in deiner Schuld. Danke. Du hast dem Bösen eine mächtige Waffe entrissen und das Gleichgewicht in diesem Teil der Welt wiederhergestellt. Als die Erdbeben verstummten, haben wir beraten, was nun geschehen soll, und wir sind zu einem Ergebnis gekommen. Geh hin und nimm die Klaue Belias. Sie soll nun dir bestimmt sein. In deiner Hand kann sie ein mächtiger Verbündeter für uns sein. Nutze sie weise, mein Sohn. Ardanos möge dir dabei helfen. Wir werden hierbleiben und dafür sorgen, dass der Tempel wieder zu altem Glanz erblüht. Nur Myxia ist schon nach Korenis aufgebrochen, um Vatras zu unterstützen. Vatras ist schon zu lange alleine in der Stadt gewesen. Okay. Ich habe die Klaue Belias an mich genommen. Die Klaue Belias ist eine ganz besondere Waffe. Sie hat einen eigenen Willen und Bewusstsein. Du, der nun diese mächtige Waffe besitzt, bist ihr Herr und Meister. Sie ist ein Teil von dir und wird sich deinen Fähigkeiten anpassen. Doch tut sie das nicht aus freien Stücken. Nur Belia selbst kann sie dazu zwingen, dir zu gehorchen. Jo, was kann ich mit der Waffe tun? Das liegt in deiner Hand. Du hast die Waffe erobert und bist nun ihr Herr. Ich kann dir nur empfehlen, was du damit machen kannst. Entweder du übergibst sie mir und ich werde dafür sorgen, dass sie keinen Schaden mehr anrichtet. Oder du machst dir ihre Macht zu nutzen und verwendest sie im Kampf. Nee, ich geb dir die Waffe garantiert nicht. Aber ich muss leider die Frage trotzdem stellen, leider. Könntest du die Waffe nicht verwahren? Wenn du sie mir gibst, dann werde ich sie unschädlich machen, damit niemand mehr sie missbrauchen kann. Überleg dir also gut, was du tun wirst. Und warum sollte Belia mir helfen? Nur ein Gebet zu ihm kann das bewirken. Aber sei vorsichtig, Belia ist niederträchtig. Wenn du seinen Zorn erregst, dann wird er dich das spüren lassen. Verstehe. Okay. Was werdet ihr nun tun? Wir bleiben hier und verhelfen dem Tempel wieder zu Glanz und Größe. Allzu lange schon verweilen seine Mauern in diesem beklagenswerten Zustand. Was dich angeht, mein Sohn, es freut mich zu sehen, dass ich mich in dir getäuscht habe. Du bist der Bewahrer des Gleichgewichts, daran gibt es keinen Zweifel mehr. Ohne deinen Mut und deine Kraft wäre die Insel von Korenis untergegangen.
Wir danken dir und werden deiner in Ehren gedenken. Widme dich jetzt wieder den anderen Aufgaben, die noch vor dir liegen, und gib dieser Welt wieder Gleichgewicht und Frieden. Geh nun und erfülle dein Schicksal, Bewahrer. Unsere Gebete begleiten dich. Okay. Wir könnten dir die Claubelias abgeben, da würden wir 5000 XP und 10 Lernpunkte bekommen. Aber Arnanus möge dich schützen. Ja, aber nö, die Waffe gehört uns. Warum haben wir denn jetzt hier alles abgelegt? Aber wir haben die noch, ja? Na gut. Warum haben wir denn hier alles abgelegt gerade, ey? Ist das nicht ein bisschen doof? Da, Armbrust. Ah, die Ringe und so habe ich wenigstens noch an, Gott sei Dank. Okay. Ja, ob wir hier mit den Leuten nochmal reden können, weiß ich nicht. Aber wir können ja mal hier gucken nochmal, weil wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir können, oder wir sind dabei, die letzten Schritte hier auf Jakenda erstmal zu erledigen. Zumindest erstmal eine ganze lange Zeit lang. Ich gucke ja auch gerade mal Ablösung für Vatras, die Claubelias, Tolos, Angst vor... Das sind alles Sachen, die wir in Kurines machen könnten. Das heißt, unser Questbuch sieht wieder ganz in Ordnung aus. Das Einzige, was ich noch gerne machen würde, ist zum Canyon und Greg Bescheid sagen, dass wir Raven getötet haben und uns noch ein paar schnelle Heringe einpacken. Das ist das Einzige, was ich jetzt hier gerne noch machen möchte. Dann sind wir hier soweit durch, außer der Troll da, den einen. Da muss ich mir merken, schreibe ich mir am besten mal auf. Die Feuerbarane sind ja Gott sei Dank alle tot. Nur der Troll. Das ist ein bisschen suboptimal gerade. Der, zu stark. Ich denke mal, mit der Klaue Belias, wenn ich die später anziehe, würde ich es vielleicht sogar im Zweikampf schaffen. Da brauche ich aber noch verdammt viel mehr Leben und auch mehr Stärke. Dann würde ich es wahrscheinlich schaffen. Und natürlich vielleicht noch eine andere Rüstung. Oder mehr Rüstungswert, je nachdem. Okay. Ich erzähle dir doch nichts Neues. Das hätte ich auch selber wissen können. Kannst du mich nach Kurines bringen? Kannst du mich nach Kurines bringen? Ich weiß gar nicht Bist mehr, du verrückt? Man glauben soll. Wir haben unser Schiff verloren, Mann. Mit unserem letzten Boot werde ich keine Spazierfahrt machen. Nur weil du zu faul bist, deinen Hintern selber nach Kurines zu schwingen. Wie soll ich denn das machen, ohne Schiff? Ja, die wissen ja nicht wegen dem Portal, oder hat Greg geplaudert? Auf jeden Fall sagen wir mal Bescheid, dass wir jetzt hier fertig sind. Raven ist erledigt. Raven ist erledigt. Donnerwetter, das hätte ich ja nicht gedacht. Hast ihn kalt erwischt, was? Das ist mir doch glatte 500 Goldstücke wert. Du bist ein wahrer Teufelskerl. Weiter so. Danke. Was haben wir denn jetzt? Level 29. Ja, okay. Ist jetzt nicht wahnsinnig viel, aber ist schon was. Gut, dann gehen wir nochmal nach Samuel das letzte Mal und holen uns dann nochmal ein paar schnelle Heringe. Wir haben doch noch wieder ein bisschen Gold, ne? Ja, 5300. Hey, ein bisschen. Stärkeres? Ich will was stärkeres. Was da? Schneller Hering. Gib mir. Ich überspringe das mal ein bisschen, weil dann geht das ein bisschen schneller. Oh, ein paar holen wir uns noch. So, das reicht. Jetzt ist unser Gold auch bald weg. Haha, 5000 Gold, ist unser Gold bald weg. Nee, ehrlich, da würden wir echt viele Heringe mit kaufen können. Apropos Hering, ich nehme gleich auch mal einen. Wir haben ja jetzt ein paar. Wir müssen ja nicht immer welche nehmen. Aber in dem Fall schon, weil ich möchte ja jetzt wieder nach Kurines. Wahnsinn, wir sind endlich hier fertig. Das hat aber auch echt lange gedauert, muss ich sagen. Aber ich habe euch gewarnt. Ich lasse mir Zeit bei diesem Let's Play und das wird auch noch einige Folgen dauern. Das kann ich euch versprechen. Und so langsam sind wir auf dem Weg zu Folge 200. Deswegen, also so langsam, langsam, langsam wird es. Langsam sind wir auch bald mit dem Spiel durch, muss ich sagen. Und danach gibt es ja Dragon Age 1, das habe ich ja versprochen. Und dann müssen wir mal weitersehen. Dragon Age 1 wird nämlich auch so ein Mörderprojekt, auch mit, weiß ich nicht, 300, 400 Folgen. Mal gucken. Okay, so, dann sind wir hier. Dann würde ich sagen, speichere ich hier ab. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir nach Kurines gehen. Also, macht's gut, bis dahin. Tschüss.